und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Sportfonds des Kantons Graubünden. Mein Name ist Urs Winkler, ich bin Direktor der Stiftung Sportgymnasium Davos. Die Stiftung Sportgymnasium Davos ist 1997 gegründet worden. Aktuell besuchen über 130 Schüler das SSGD. Bis heute haben 396 junge Menschen bei uns eine Mittelschule absolviert. Probier mehr noch mit Druck laufen zu erholen. Jetzt bist du so ein bisschen wie am Stressen. Mexico City, Antonin Dvořák and a body part, a knee, something that is actually going on in the United States even today. Es ist unser Ziel, leistungssporttreibenden Jugendlichen trotz grosser Belastung durch den Sport eine schulische Ausbildung zu ermöglichen. Dazu wird die Ausbildungszeit um ein Jahr verlängert und etliche zusätzliche Möglichkeiten geboten. Und los, auf geht's, hopp! Tempo steigen, komm, Rhythmus halten. Medaille an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sollen das Ziel sein. Erfolge an Junior-Weltmeisterschaften sind der erste Schritt auf dem Weg an die Spitze. Stopp! Dank Swisslos können wir unsere Sportinfrastruktur verbessern. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.